Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 9 von Astronier. Ja, ich hatte ein bisschen an den Einstellungen umgestellt, aber ich weiß nicht, ob es was gebracht hat. Es sieht ein bisschen anders aus, aber zurzeit sehe ich mal, dass ich ein bisschen Helligkeit gewonnen habe und will hoffen, dass ich dadurch im Untergrund dann besser sehe. Und dann müssen wir mal loslegen und das machen wir nach dem Intro und schauen dann, dass wir Kupfer in den Bergen kriegen, hat der Morderer geschrieben. Und ja, wir müssen schauen, dass wir weitere Dinge noch kriegen. Ne? Da unten brauchen wir einen Generator, müssen wir auch bauen, machen wir alles nach dem Intro. Bis gleich. So, Intro ist gelaufen. Jetzt bauen wir erstmal den Generator, weil den haben wir ja im Rucksack. Können wir den machen? Ja, im Rucksack können wir den machen. Jetzt müssen wir nur gucken. Haben wir Ressourcen hier? Da vorne sind Ressourcen vielleicht. Irgendwie passt das auch mit dem Dingens nicht. Sag schon. Mit dem Drehen nicht, das ist viel zu flott. Verlängerung, kleiner Drucker, irgendwo gibt es hier eine Generatorgeschichte, oder? Jetzt kommt, glaube ich, der Generator, da ist er. Und dafür brauchen wir hier den einen Gemisch. Dann können wir den bauen. Ja, einfach drinnen lassen, bitte, diesen Ladestang-Ding da. So, da brauchen wir den Generator. Den brauchen wir für im Keller vielleicht. Dafür brauchen wir aber auch Biomasse. Die müssen wir dann erstmal besorgen. Da rechts ist ja genug von dem Zeug da. Ruckeln tut es ohne Ende wieder mal. Abbauen. Ja, optisch sieht es natürlich gerade besonders gut aus, wie wir sehen. Nämlich gar nicht schön, aber ja, ich habe es runtergeschraubt, ne? Und hoffe, dass man dadurch besser was sehen kann. Ach, der Generator ist schon am Malochen da, das ist schlecht. Ich hätte den gerne ausgeschaltet, bitte. Weil den brauche ich jetzt nicht. Noch sind wir hier an der Linie. Wir haben aber schon einen. Ah, komm, dann machen wir noch. Jetzt ist er voll. Okay. Das bedeutet, wir haben jetzt die Energie eingepackt. Jetzt müssen wir nur überlegen, da, wo war denn jetzt unser, ich glaube da lang, ne, oder? Ich glaube da lang war unsere Schräge, wo wir in den Keller können, oder? Ja, sieht danach aus. Ich glaube, das ist es. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir dieses Teil finden, wo wir das dann anbauen wollten, ne? Sieht zurzeit ein bisschen besser hier unten aus, glaube ich. Man kann jetzt was sehen. Ja, geht. Ist auch noch nicht optimal, aber es ist auf jeden Fall besser wie vorher. Und hier ist das Teil, was wir dann mit einem Generator verbinden müssen wohl, oder? Q. Q wieder weg. Exodynamische Lade zum Verhalten. Das ist zu wenig wahrscheinlich. Naja, wir müssen erstmal anmachen hier. Ist die Frage, wie der da reagiert. Da gab es Unterschiede, ne? Wie war das? Es hat gereicht. Okay, wunderbar. Einmal bitte aus. Ausschlachten. Ach, da sitzt Schutt. Kann zu Schrott recycelt werden. Ne, das will ich jetzt nicht. Also das tue ich mal an der Seite legen. Und da muss ja jetzt irgendwas sein, oder?
Feldforschungseinheit freigeschaltet, ja. Was sagt mir das jetzt? Das Ding sitzt irgendwie im Boden und ich krieg's nicht raus, oder was ist das? Aha, da ist jetzt was frei geworden, glaube ich. Forschungsprobe. Die haben wir jetzt mitgenommen oder nehmen wir jetzt mit. So, und jetzt ist dieses Feldforschungseinheit. Die kann ich nie mitnehmen. Die ist jetzt auch weg. Gut, das bedeutet, Generator eingepackt. Wo ist er jetzt geblieben, der Generator? Da ist er erstmal. So, haben wir den Rest auch angeguckt? Ich bin mir nicht sicher. Doch, haben wir, das hatten wir auch angeguckt hier, ne? Den Schrott haben wir gesehen. Was glitzert hier? Das ist die Frage. Das sieht nach Graphit aus, oder? Graphit brauchen wir bestimmt. Aber keiner sagt mir. Nee, Laterit ist es. Ich dachte, es wäre Graphit. Ja, das ist doch gut. Brauchen wir, glaube ich, ne? Laterit war doch auch ein Teil, den wir brauchen. Zwei. Keine Ahnung, wo das hier ist, was hier ist. Ist zu dunkel. Ich weiß, dass ich letztens an den Einstellungen mal irgendwo geschraubt habe und da waren Sachen, dass das dann das Helmlicht irgendwann ging. Aber ich weiß nicht, was das für eine Einstellung war und wo nach dem Speichern war es. Okay, wir müssen ganz schnell an die Pipeline ran. Ne? Okay, haben wir noch geschafft. Gucken wir lieber hier, ne? Da ging nämlich das Licht mit mal. Und ich weiß nicht, welches Einstellungsrad ich gedreht hatte, dass es ging. Schattenqualität niedrig. Ich glaube, das war es nicht. Ja, Schattendetails runtergeschraubt, ne? Zusätzliche Schatten. Nee, das war es auch nicht. Kann auch reiner Zufall gewesen sein, dass mir mal die Lampe zu sehen war. Ich glaube, es war so. Ja, es ist jetzt wieder nicht zu sehen. Gut, hier ist der Sauerstoff. Da ist irgendwie ein Schatten, der von oben kommt, ein Lichteinfall. Wir sammeln hier nochmal weiter Laterit ein, wenn es denn hier ist. Ich sehe es wieder nicht. Scheint aber so zu sein, dass es hier welches noch gibt. Ein paar werden wir davon mitnehmen. Und jetzt liegt schon einer daneben. Gut, das bedeutet, wir gehen zurück. Sauerstoff, ja, holen wir uns jetzt gerade wieder. Das war zu schnell gedreht, das ist das nächste Problem. So, dann gehen wir die Schräge hoch. Hier war Gemisch. Wieso geht denn der jetzt rückwärts? Weil ich das Teil trage oder warum ging der rückwärts? Egal, wir wollen auf jeden Fall an die Oberfläche und gucken, dass wir dort oben unsere Ware abliefern. Und aus dem Laterit können wir ja dann, was kommt da raus? Kupfer? Nee, das war ja im Bergen. Irgendwas kommt dann da raus. Wir werden sehen. Da ist ein schicker Planet, der untergeht.
Da geht der nächste dafür auf, auch sehr interessant. Hier ist eine Probe, aber die kann ich jetzt gerade nicht mitnehmen, weil ne, ich gerade allerhand voll zu tun habe hier. Kriegen wir wohl hin. Da vorne ist der Ofen. Der schwebt aber auch gerade irgendwie. Da fehlt was unten runter. So ein Gestell, oder? Wieder ein Grafikbug mehr. Plattformen fehlen alle, oder wie sehe ich das? Und jetzt? Anschalten. Macht er das? Ja, er macht das. Na, das war falsch. So, es läuft auf jeden Fall was. Können wir hier in unser Display gucken. Untersuchen wir. Belohnung Meister in Auspacken. Entsperrung und Drucke Schmelzofen. Edle Laterit zu Aluminium. Okay, da sind wir bei. Ich hoffe, wir brauchen da nur eins. So, hier haben wir noch so ein Teil. Ja, voll der Grafikbug, ne? Kriegen wir das hin, indem wir hier was ändern? So, schmelzend heiß haben wir erledigt. Können wir das hier ändern? Unbekannte Teilen. Reden über Wolfram. Post-Production-Qualität niedrig. Mittel. Hoch. Hochwertiges Terrain. Ja, ändert sich was, ne? Verschmelzung? Ja, tut sich nichts verschmelzen hier. Entfernungsdetails, Objektdetails, da sollten wir vielleicht mal dran da schrauben. Tut sich aber auch nichts. Ja, leider, seht ihr selber, ist jetzt gerade nicht die beste Sache. Alles am Schweben hier, neu modern, aber ist halt so. Wir können aber, falsche Taste gedrückt, können jetzt hier aber gerade was einsammeln, denke ich. Ich glaube, da stehe ich gerade so nah dran, dass das nicht geht, oder? So, jetzt auf ein neues. F wie untersuchen. So, bereit zum Einsammeln. Ja. Da kriegen wir was jetzt. Und Meister im Auspacken kriegen wir auch was. So, Köder und Schalter. Sammle Zinkblende und bewege und schleppen gibt es da noch. Drucke einen Traktor. Entsperre Drucke. Okay, das ist jetzt erstmal nicht getan. Ah, was passiert jetzt hier? Ach, da ist ein Buggy gekommen. Okay, sehr schön. Ja, ich wollte den nur da auspacken, ne? Ah, das ist jetzt doof. Das ist jetzt gerade richtig doof, ne? Nee, will ich nicht sperren. Ich will den hier. Den hier will ich anders haben. So. Und dann möchte ich den auspacken. Wieso geht das nicht? Jetzt geht das. So. Da fehlt der Stuhl noch drin. Den müssen wir noch bauen. Da hinten ist aber noch ein Teil. Mittelgroßes Lager. Okay. Bauen wir mal hier hin irgendwo. Wo ist denn das andere Lager? Da. So, bauen wir das Lager da aus. Wunderbar. Und dann war das. Die Taste muss man drücken, F, ne? Dann wird das flachgelegt, oder? Wohl nicht.
Oder geht's nur hier nicht? Ja, das funktioniert wieder mal nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Das ist ein bisschen ärgerlich hier, ne? Ja, ich glaube, wir sind jetzt hier gerade am Folgenende angekommen, weil hier geht gerade irgendwie so wirklich nichts. Ich muss neu laden, denke ich mal. Vielleicht funktioniert es dann. Ich bin mir aber nicht sicher. Dem Buggy müssen wir als nächstes dann noch einen Sitz spendieren. Das müsste man im Drucker machen. Vielleicht ist es dieser Drucker. Weiß ich nicht. Kann der das? Wir können das gerade noch schnell nachgucken. Ich glaube ja. Mittelgroße Plattform. Hoversitz, da ist er. Zwei Gemisch brauchen wir dafür. Ich glaube, haben wir vielleicht da, vielleicht auch nicht. Müssen wir gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keinen Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.